Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und heute habe ich wieder 10 Bauideen für euch. Und heute kümmern wir uns um den Fischer. Und damit würde ich sagen, packen wir es an. Kroko. Das erste Gebäude, das ich euch heute zeige, ist von Minecraft Gimli. Und Gebäude ist immer relativ, denn das ist ja ein Boot und weniger ein Gebäude. Aber auch hier ist es ein perfekter Platz für euren Minecraft-Fischer. Und zwar, wenn ihr diesen Fischer einfach hier auf diesem Boot, das Boot hat im Übrigen schon das ein oder andere Leck, oh weia, wenn ihr euren Fischer hier auf dem Boot platziert, müsst ihr schauen, dass ihr ihn einmal in der Nähe eines Fasses platziert, sprich im besten Fall hier irgendwo noch eine Lagerecke schaffen, wo man den ein oder anderen Fischer dann einsperren kann, schwupp, dass er nicht mehr raus kann, und dann bekommt er auch den entsprechenden Beruf. Ich finde hier die Details sehr schön, also mit den Lecks, dass das Schiff schon sehr alt ist und trotzdem noch schippert. Hier vorne das Stauregal, unten mit Eis, oben mit den Fischen drauf und hier hinten die Räucheröfen, die denkbar einfach gemacht sind, einfach ein Lagerfeuer unten drunter und oben dann in einem Bilderrahmen ein Fisch platziert und dann qualmt es oben raus und sieht so aus, als würde der Fisch geräuchert werden. Aha. Die Nummer 2 kommt von Skeletto 1002 und man muss sich das Gebäude mal so anschauen, dann denkt man sich so, ein bisschen schmal, aber ich würde einfach behaupten, es ist nur deswegen so schmal geraten, damit es hier auf diesen kleinen Plot passt. Und die eigentlich interessante Szenerie ist die von hier vorne. Das hier ist ein Fischerhaus in einem Hafen, behaupte ich einfach mal. Hier vorne ist der Hafensteg, den ich sehr schön gemacht finde. Hier auch recht eng, die Häuser stehen nah am Wasser. Man kann hier noch entlang gehen, fällt nicht runter dank Geländer. Und dann kann man hier noch auf den Steg rausgehen und kann dann auch mit etwas Schwung auf das Fischerboot hüpfen. Hier hat man verschiedene Varianten, wo man die Fische anbringt. Die könnten auch hier draußen stehen, glaube ich, ganz nett gemacht. Und ich finde es auch schön, dass man so ein bisschen versunkene Fracht dargestellt, die hier am Boden liegt. Und auch die eine oder andere Schatztruhe. Hätte ein Feuerwehrauto drin sein können, was meint ihr? Und genau, so, wenn man sich das Haus nochmal anschaut, dann gibt es auch ein paar schöne Details zu entdecken. Auch der Stil hier wieder mit den Pilzen, so ein bisschen düsterer, mit den Netherwart als Pflanzen, die in Spinnweben. Und dann auch hier das getrocknete Seegras hier als Dachblock zu verwenden, finde ich eine schöne Idee. Aha. Die Fischerhütte von Kyudo FPV sieht wie folgt aus, hat ein, sage ich mal, relativ normales Häuschen mit Dach und einem extra Turm. Besonders schön hier oben die Kaminidee. Ich mag das, wenn es hier oben dann diese kleinen Töpfe noch hat, das sind wie so kleine Schornsteine, die aus Lehm gezimmert nach oben rauskommen und das ganze andere ist, weiß ich nicht, zur Isolation und zur Stabilisierung dazu gebaut, finde ich schön gemacht. Hier die Blockwahl ist auch sehr schön mit den entrinneten Birken, Quatsch, das sind entrinnende Eichen, ne? Nein, entrinnende Birken, tatsächlich, sehr schön. Und in Kombination mit den normalen Eichenholzstämmen, kleine Treppe, wir kommen hier rein. Hier sind die Fässer schön in Szene gesetzt, die dann letztendlich dem Villager seine Profession geben. Hier hinten noch einen kleinen Wohnbereich. Kommen wir in den Turm rauf, ja, wieder schön, die Treppe ein bisschen versteckt, ein bisschen abgesetzt, also in dem Fall die Leiter, mag ich gut, mag ich gern. Hier oben wieder meine beliebte Balkendecke, einfach mit schräg angebrachten Treppen. Hier Bett, Kiste, Angel. Was will man mehr? Die Variante von Knecht Nubrecht ist einfach, aber dafür umso detaillierter. Ein kleiner Teich, besonders schön dekoriert mit Korallen etc. Macht das ruhig auch, wenn ihr irgendwo ein Wasser habt. Sucht euch die entsprechenden Dinge zusammen, platziert sie hier drinnen, das macht schon sehr viel her. Dann Spinnennetze als Fischernetze ist ja altbekannt, finde ich aber auch eine sehr schöne Sache. Auch wenn man das Wasser hier rauszieht, indem man einfach so ein paar Treppen reinsetzt, die in die Treppenwasser, dann kriegt man nochmal so einen ganz anderen Charakter hier mit rein, weil das Ganze ein bisschen feiner und kleiner ist. Finde ich ganz nett umgesetzt hier. Ja, und dann hier natürlich unseren Fischer auf dem Haufen Fässern, ganz simpliziert, ganz, manchmal versuche ich wichtige Worte zu verwenden, ne? Ganz einfach gehalten hier mit der Pergola und den grünen Ranken hier oben drin, also Blätter, die aussehen wie so kleine Ranken, oben raus und unten raus, schafft hier unten eine ganz schöne Variation. Mini-Steg kennt jeder mit den gelöschten Lagerfeuern, ist aber immer wieder ein sehr, sehr schönes Detail. Und hier haben wir noch eine kleine Lagerfeuerstelle, beziehungsweise ist das eigentlich ein Räucherplatz. Hier werden die Fische aufgehängt und unten wird Feuer angezündet, um die Fische zu räuchern. Man kann sich hier natürlich noch überlegen, ob man das Ganze vielleicht eine Nummer größer macht, indem man einfach die Lagerfeuer mit hier
ist ausbreitet, dass wirklich alle Fische geräuchert werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich der liebe Knecht Ruben Nubrecht hier was ausgedacht hat, warum das nicht ganz so groß ist. Aha. Der nächste Fischer ist von Auromora und wenn wir hier schauen, mich erinnert das irgendwie an die Ausläufer einer Zwergenstadt. Von mir ist auch von einer unterirdischen Zwergenstadt, aber hier ist irgendwie noch der Berg, der hier noch reinkommt. Es gibt schon hier einen kleinen ersten Teich, der wurde sofort genutzt, Pergola gemacht, einen Sitz angebracht, kleinen Steg, hier kann man angeln und fischen und die Zwerge mit Fisch versorgen, finde ich ganz cool. Ich mag auch das Aquädukt, das hier noch ausläuft, kommt vielleicht aus einem kühlen Bergbach, speist hier nochmal unten den Fluss mit besonders gutem Wasser. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So. Das Detail hier mag ich gerne, wie diese Stützen gemacht sind aus umgekehrten Treppen. Und dann, was mir als allerletztes hier noch besonders gut gefällt, ist der Kiesstrand, der noch ein bisschen kombiniert wird mit toten Korallen. Dann bekommt das Ganze viel mehr Struktur, Textur und auch eine ganz schöne Abwechslung, finde ich. Aha. Glubio nimmt uns mit seinem Bauwerk mit nach Asien und zwar für meine Begriffe nach Japan. Diese Bäume sind ja immer ganz typisch. Ihr wisst, wie die Bäume heißen. Mir ist es gerade entfallen. Schreibt es mir in die Kommentare. Wie heißt diese Art von Baum? Was ich an den Bäumen noch anders machen würde, ich finde den hier zu unruhig, um ehrlich zu sein. Ich würde mich ein bisschen mehr an den klassischen Minecraft-Bäumen orientieren, die Dinge ein bisschen enger hängen, ein bisschen dichter machen. Gerne diese Glasvarianz finde ich sehr schön. Und später würde ich dann noch ein bisschen Detail hinzubringen, indem ich einfach ein paar rosane Glas... Rosa? Hier... Pink, ja genau, ein paar pink Glasscheiben mit anbringen. Das macht dann einfach noch mal so ein extra Detailgrad mit hinein. So würde ich vorgehen. Also die Idee finde ich sehr, sehr gut. Und ich denke, es gibt einige von euch, die finden das so sehr schön. Und ich könnte es mir einfach ein bisschen geschlossener noch schöner vorstellen. Meine persönliche Meinung. Hier, das ist ein sehr klassisches japanisches Portal. Also so ein Torbogen. Dann kommen wir hier rein. Vorsicht mit solchen Blöcken. Man kann sie gerne zur Dekoration aufstellen. Aber es kann natürlich auch sein, dass euch in der Fischerhütte plötzlich ein Bibliothekar spawnt, entwickelt statt eines Fischers. Es sind natürlich sehr viele Fässer da. Das reicht vielleicht auch schon aus. Klassischer Steg. Sehr schön. Auch hier die Dekoration mit den Korallen. Wie ihr seht, mein Bauteam hat sich hier besondere Mühe gegeben. Ich weiß, im Survival sind solche Blöcke nicht immer ganz leicht zu bekommen. Aber mit etwas Geduld klappt das und man muss ja auch nicht immer von Anfang an alles haben. Man kann es ja Stück für Stück aufbauen. Hier auch die Blockwahl finde ich sehr schön gemacht mit dem dunklen Prismarin und oben immer wieder diese Zierelemente. Gut umgesetzt. Aha. Nun kommen wir zum Fischer von Black Kirito. Und Black Kirito hat das Ganze ja sehr, sehr ja, natürlich angesehen. Er hat hier gar kein Haus gebaut. Es gibt hier nur ja, einen Lagerplatz mit Fischen. Und ein Feuer, fertig. Das ist nur geeignet, Vorsicht, wenn ihr wisst, dass in dieser Gegend keine Monster rum sind, also wenn alles so beleuchtet ist, dass es funktioniert. Ansonsten ist das nicht geeignet, dann müsstet ihr hier im Berg irgendwo noch einen Unterschlupf bauen, wo der Dorfbewohner nachts hinflüchten kann. Das ist wichtig. Ansonsten ist dieser Plot aber sehr, 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 sehr schön gebaut. Und zwar allein wegen der kleinen Redstone-Technik hier und dem Eisbären, der diesen Fisch im Maul hat. Wenn ihr das auch machen wollt und sagt so, ey, wie geht denn sowas? Dann schaut doch einfach auf Discord vorbei und fragt den Black Kirito selbst, vielleicht ist er nett genug und gibt euch Auskunft oder macht sogar ein Video auf seinem YouTube-Kanal. Ne? Das wäre doch mal was. Aha. Die Robobo hat sich dem Angler im Dschungel angenommen und hat ihre Szenerie im Dschungel angeordnet. Und da muss ich sagen, das Boot ist klein und fein. Das Segel sind schon gebläht, dass sie so richtig zum Losfahren gehen. Meine Empfehlung wäre, wenn ein Schiff vor Anker liegt, vielleicht einfach die Segel reffen, also sprich oben zusammengebaut, gar nicht offen haben. Aber vielleicht ist der Fischer auch wirklich gerade am Losfahren und kann das. Das ist ein begabter Seefahrer, der richtig hier unter Segeln ablegt. Hut ab, wer das kann, nicht schlecht. Auch hier Lagerfeuer mit Fischlagerung finde ich sehr schön umgesetzt. Da kann man wirklich wunderschön diese Items zur Schau stellen. Gefällt mir gut. Und ansonsten ist hier einfaches kleine Überdachung gehalten. Auch hier gefährlich, Achtung Monster. Aber ich denke mal, wenn man eine schöne Stadt gebaut hat, dann werden da relativ wenig Monster unterwegs sein. Unabhängig davon ist es wahrscheinlich nur ein Teil eines Dorfes und der Fischer, wenn er hier sein Tageswerk verrichtet, wird dann auch irgendwann wieder losspazieren und sich in sein Haus zurückziehen. Aha. Das Gebäude von Dr. Krakenfang ist eine sehr stimmige Mischung. Ist ein bisschen wie so eine Kuh mit lauter Flecken, aber ich finde es hier noch völlig in Ordnung. Also normalerweise würde ich nicht so einen großen Kontrast im Dach empfehlen, meine Meinung.
Ich finde immer, das wirkt dann immer etwas unrealistisch, als hätte hier wirklich immer mit unterschiedlichen Holzarten gearbeitet. Kann natürlich sein. Aber ich finde es bei dem Gebäude noch völlig in Ordnung, einfach aus dem Grund, weil er für die Wände einfach kein Holz verwendet hat, sondern ganz andere Materialien. Bruchstein und Wolle. Und dann passt so ein Dach, das so ein bisschen extravagant ist, auch gut dazu. Und ich finde es mal angenehm, ein helles Dach zu haben und nicht immer nur ein dunkles. Hier auch schön einfach mal die Fässer noch beschriftet mit Seegras und getrocknetem Seegras. Die Fässer, ganz wichtig. Und hier hinten überall die Netze zum Trocknen aufgehängt oder zum Reparieren. Finde ich ein sehr, sehr gutes Detail und sehr wichtig. Und auch irgendwie sehr stimmig. Hier hängen die Netze noch im Wasser. Da ist sogar ein kleiner Kugelfisch drin. Und hier gibt es die ganzen Fische, die zubereitet, geräuchert, wie auch immer, werden. Jetzt schauen wir noch rein, was der Fischer innen drin noch mit sich bringt. Druckplatte außen sehr gefährlich, wenn Monster da sind. Für die Zwecke hier völlig in Ordnung. Oh, es gibt sogar einen Keller. Schaut mal, das ist ein Lagerkeller. Und perfekt gemacht mit dem ganzen Eis. Ich könnte mir noch vorstellen, dass das einfach hier auch so nach draußen steht. Das muss ja nicht immer genau ganz gerade sein. Aber ansonsten überall der Fisch gelagert und im Eis ist das natürlich sehr löblich. Da bleibt der Fisch lange frisch. Aha. Knecht Nubrecht hat ein großes Fischerboot gebaut. Dieses Fischerboot ist für mich so ein bisschen wie so ein Schnellsegler. Es wirkt sehr schnittig, es kommt hier sehr hoch, ist sehr, sehr schlank. Schleppangeln, wie nennt man das, wenn man so schnell düst? Aber dann braucht man eine Angel, ne? Ach, jetzt sind wieder die Fischer gefragt, die langen sich gerade alle wieder ins Hirn und sagen, ach Gott, Kuroko, da will er wieder fachsimpeln. Klärt uns doch in den Kommentaren auf, kann man mit einem Boot, das relativ schnell durch die Gegend fährt und Netze ausgeworfen hat, gut fischen oder ist das eher nicht geeignet? Was ist eure Meinung? Liebe Fischer, ihr seid gefragt, ich bin gespannt auf die Kommentare. Ansonsten finde ich das Boot sehr, sehr cool gemacht. Ich mag das, dass das Segel hier sich so richtig ausbeult und jetzt passt mal auf. Man kann es hier so richtig nachvollziehen, dass das Schiff schnell unterwegs ist. Seht ihr das Wasser, das hier vorne noch platziert ist? Hinten nicht, nur vorne ist die Bugwelle. Sehr schön gemacht. Finde ich richtig, eine richtig gute Idee. Auch hier der Kartografentisch, damit der Fischer weiß, wie er steuern muss. Ich weiß nicht, ob er hier sitzt oder schläft. Auch hier ein kleines Leck drinnen. Das Steuer, gut gemacht mit dem Kompass. Finde ich ansprechend, wirkt fast ein bisschen modern, aber passt alles noch. Passt alles noch gut hier. Das Lager auf dem Fisch, Das Lager auf dem Fisch finde ich sehr gut gemacht, auf dem Boot, also ich Schiff wollte ich sagen, ne? Auf dem Boot finde ich sehr gut gemacht, dadurch, dass es so einfach unregelmäßig ist. Es ist wirklich so, der Fischer hat halt Sachen gepackt, so, und dann, rums, hier so hingestellt und hat das halt gelagert, weil Custom Heads muss jetzt auch nicht zwingend sein, aber wer das kann, ist immer ein kleines nettes Detail, das dann extra dazukommt. Er hatte sogar einen Rum oder ein Bierfass an Bord, nicht schlecht, was der Fischer sich hier alles gönnt. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Designreihe angekommen. Für mich ist jetzt wieder interessant, welches dieser 10 Gebäude hat euch am besten gefallen und wo könnt ihr euch die ein oder andere Idee mitnehmen? Oder vielleicht kanntet ihr auch schon die meisten Ideen. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst auf keinen Fall ein Like dazulassen. Das hilft mir und dem Kanal ungemein. Wenn ihr neu seid, dann dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!